Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Heute am 21.11.2023. Ich freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind und ich freue mich natürlich auch, dass der Dirk heute wieder für uns die Zeit gefunden hat und mit uns diese Veranstaltung macht. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie von der FX-Welt. Wir schauen uns mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Müssen Sie bitte Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, ja, soweit läuft alles wunderbar. So, jetzt offiziell guten Morgen, Dirk. Ich gebe dir sehr gerne den Bildschirm und wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß. Und wenn irgendwas ist, dann grätsche ich dazwischen und nerv dich ein bisschen. So machen wir das. So, eine Sekunde. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen auch heute von meiner Seite hier zum Live-Trading mit FX Flat und unserem Nelson, der heute im Verkehr festgesteckt hat. Und das finde ich insofern immer ganz spannend, weil immer wenn wir uns verabreden, dann ist mittlerweile schon Running Gag, so nach dem Motto, mal gucken, wie viel der Dirk heute zu spät kommt, aber die Strecke da nach Ratingen, die hat es tatsächlich in sich. So, ich hoffe, euch geht es gut. Für mich ist es heute irgendwie tatsächlich gefühlt viel zu früh, aber für den Nelson ja auch, wie wir gerade gemerkt haben. Und er darf auch hier gerne nochmal ein Hallo von seiner Seite reinstreuen. Nelson, bitte, du hast ja gerne das Wort. Also, guten Morgen, YouTube. Und zu meiner Verteidigung, ich war pünktlich. Also, so ist es nicht. Aber es war knapp. Ja, wir sind jetzt hier irgendwie ein, zwei Minuten später an, aber es ist ja alles nicht so schlimm. So, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt es gerade schon gesehen. Ne? Alles wie immer natürlich keine Empfehlung, was da halt passieren wird. Ich hoffe, mit dem Ton und so weiter, das passt überall alles. Wenn irgendwo was sein sollte, bitte gebt mir irgendwie gerne Bescheid, dann kann ich drauf eingehen. So, ich gucke hier die Kommentare auch gleich drüber. Also auch generell gilt, ne? Ich freue mich natürlich über Feedback. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne einstreuen möchtet, dann bitte immer gerne her damit, solange es nicht meine Ablenkung gilt. Das haben wir auch schon öfters mal hier. Und das hat irgendwie einige spezielle Kandidaten, die sich dann zur Aufgabe machen, wie kann ich den hier am besten irgendwie ablenken, damit dass ich nicht mehr konzentrieren kann. Das natürlich nicht unbedingt, wobei, ne, solange es halt irgendwie spaßig ist, geht natürlich auch das. Jetzt wollte ich noch irgendwas anderes sagen. Achso, ja, genau, ihr habt es ja gemerkt, ich war dann gestern Abend dann auch nicht live, also generell, meine Regel wird wahrscheinlich in Zukunft die sein, sonntags habe ich ja schon angekündigt, das ist mir halt echt ein bisschen too much und irgendwie, ich muss mal da so ein bisschen auf die Bremse treten und ich habe es aber auch in letzter Zeit schon so gemacht, dass ich halt irgendwie dann am Abend vorher, wenn es also nächsten Tag dann sowieso ein Live-Trading gab, am nächsten Morgen, habe ich ja dann abends den Blog auch nicht immer gemacht, weil das ist, dann bin ich halt irgendwie um 12 Uhr online, dann irgendwie 8 Stunden später schon wieder. Und damit ist ja dann noch die Frage hier beantwortet, weil hier fragt jemand, ob ich letzten Abend nicht live gewesen bin. Nein, tatsächlich nicht. Ne? Und das heißt dann also in der Regel dann jetzt immer halt immer von montags bis donnerstags und den Sonntag, den schenke ich mir bis auf ein paar Ausnahmen, wenn es dann halt irgendwie dann mal was gibt, was es halt irgendwie da halt reinspielt, irgendwelche News übers Wochenende oder so oder Entwicklungen, die jetzt zu erwarten sind. Da mache ich das natürlich gerne, aber ansonsten dann sonntags tatsächlich eher nicht. Ich hoffe, da ist mir keiner böse, aber ich habe momentan echt extrem viel um die Ohren. Also es ist ja bei mir nicht nur der Handel, sondern eben auch immer der Stereo-Trader, der damit reinspielt und wo wir gerade wieder ein paar größere Umbauten machen, also der Timo und ich. Und das kostet natürlich irre viel Zeit, ne? Und betrifft vor allen Dingen, egal, da kommen wir ein andermal drauf zurück. Aber das ist halt irgendwie auch, das allein ist ja ein Fulltime-Job, wo man sich dann natürlich irgendwie nachts noch hinsetzen muss. Und dann ist halt irgendwann auch mal irgendwie so die Luft raus. Ne? So, gut, damit kommen wir mal zu dem Markt. Hier kommen schon die ersten Kommentare. Heute kräftig short. Ja, ich wäre auch der Meinung, dass der Markt darf jetzt endlich mal runter, nachdem er irgendwie die ganze Zeit da festklebt. Und es bahnt sich auch gerade schon so ein bisschen an. Wir gucken uns einfach mal die Situation an, wie sich das darstellt jetzt im DAX. Also wir machen halt morgen jetzt nur den DAX. Ich werde später dann noch auf den DAU eingehen, weil ich ja halt auch gestern eben kein Guide, Videoguide, komisches Wort, oder, gemacht habe. Und von daher ist der jetzt gerade irgendwie überhaupt so ein bisschen untergegangen.
Also wir sehen hier auf der linken Seite jetzt den DAX erstmal im H1, wobei aber halt auch im Daily, um das mal ganz kurz anzureißen, weil wichtig ist natürlich halt ja auch die Großwetterlage, wie das aussieht. Die komische Kerze, die wir da gestern hingebastelt haben, also mal rein von der ausgehend, die ist halt nicht unbedingt eine Einladung für Rauf. Ne? So allein deswegen halt schon. Also im kleinen Timeframe würde ich sagen, das Ding braucht ein tieferes Tief. Das heißt, wir müssen unbedingt hier mal runter, also mindestens mal auf die 844 und siehe da, heute sogar mit Taschenlampe habe ich vorhin extra ausprobiert, funktioniert also auch. Also wir müssten eigentlich mal da runter und dann halt mal da unten gucken, was das Ganze irgendwie überhaupt sein soll. Ja, also weil so eine Bewegung, wir hatten hier eine relativ heftige Aufwärtsbewegung am Freitag eben auch nochmal nach oben und wo ich schon nicht damit gerechnet hätte, weil ich habe ja gedacht, so irgendwie 844 reicht eigentlich. 16.000 ist nur eine Zahl, damit hatte ich jetzt bis jetzt zumindest recht. Aber halt die 844, da hat er irgendwie drunter geschlossen am Donnerstag, zieht dann am Freitag rauf und kommt aber jetzt hier nicht weiter. Das heißt, wir dürfen schon mal eine Ecke tiefer hier ansetzen. Ob das jetzt einfach wird, das steht natürlich wieder auf dem anderen Blatt, weil wenn man sich die ganze Bohle halt mal anschaut, das ist natürlich schon so ein bisschen beängstigend. Aber es wäre ja auch eben typisch für unsere Webinare am Dienstag, dass wir halt die geringste Bohle der Woche haben. Und von daher wäre das jetzt nicht wahnsinnig erstaunlich. Ich breche das Ganze mal runter auf den H1. Also hier sieht man jetzt halt schon die 8-Uhr-Bewegung, wo jetzt das erste Volumen in den Future hier reinkommt, was halt nennenswert ist. Die macht also jetzt gerade auch irgendwie hier die größte Biege nach unten. Die ist jetzt natürlich noch nicht fertig. Ne? Wir haben noch 8 Minuten, die könnte natürlich auch nochmal irgendwie raufziehen. Gehe ich aber mal nicht davon aus, sondern ich gehe davon aus, dass auch hier das Framing jetzt erstmal kaputt gemacht wird und dass wir uns dann halt hier irgendwo erstmal versuchen werden in dem Bereich vielleicht nochmal die Hochs auf der Oberseite und dass wir von dort dann runterziehen. Das müssen wir uns mal angucken. Ne? Und aber das wäre halt so generell eben mein Ansatz, nachdem er halt eben jetzt hier, wenn er jetzt hier irgendwie die Range verlassen sollte oder Anzeichen machen sollte, sie zu verlassen. Was wir halt auch sehen, ist hier SMA20 im H1, der sich zwar noch nach oben streckt, aber deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir so einen Rücklauf irgendwo hier reinkriegen, nochmal an die 930 als Beispiel. Und dann halt mal gucken, ob wir da runterkommen. Das wäre jetzt mein Ansatz. So, wenn ich ihn verpassen sollte, würde ich halt tiefer für Long ansetzen, aber nicht unbedingt bevor dieses Low geknackt ist, sondern dann halt eben hier bei der 822 als Beispiel, ne, die hier auch noch irgendwie rot ist. Die müsste natürlich inzwischen eine andere Farbe bekommen, nämlich eben dann halt Support. Und von daher, das ist hier gerade nicht mehr richtig. Ja, vorher war das immer so, das Live-Chart hat dann irgendwie im Hintergrund die Farben von selber geändert. Die neue Version kann das jetzt noch nicht und das muss ich noch irgendwie in irgendeiner Form einbauen. Da bin ich übrigens guter Dinge, dass das wirklich jetzt auch heute oder morgen dann fertig wird. Ich bin da wirklich mit Hochdruck dran. Also da geht es nicht nur um das Live-Chart, da geht es um ein paar ganz andere Geschichten im Stair-Trader, die da halt ausgelagert sind, aus dem Meta-Trader raus, weil es halt immer wieder irgendwie zu Problemchen führt in letzter Zeit, weil halt irgendwie die ganzen Updates vom MetaTrader, sind halt echt einfach die Hölle. Ne? Also ich weiß nicht, was die verbessern. Ich habe immer das Gefühl, es wird jedes Mal schlimmer. Und deswegen müssen wir halt da ein bisschen, was heißt bisschen, permanent irgendwie drumherum schiffen. Und das passiert auch gerade wieder. Und deswegen ist das Live-Chart-Add-on, also das, was man halt hier sieht, die das jetzt nicht kennen, ne? Was ja halt die Levels aus meinem Chart in euren Chart eben beamt. Aber das ist halt hier so der Vorreiter dafür. Und das ist halt extremer Performance-Zuwachs, den wir halt hier haben. Das läuft also mehr stabil als je zuvor. An der Stelle übrigens noch mal ganz kurz und sorry für diejenigen, die da im Support auch irgendwie auf Antworten warten. Die Antwort ist, es kommt eine neue Version vom Live-Chart und damit sollten die ganzen alten Kamellen eigentlich weg sein. Gut, so, also das wäre jetzt wie gesagt mein Ansatz. Ne? Also hier versuchen irgendwie Short reinzukommen. 5 Minuten haben wir noch bis zur Markteröffnung. DAO könnte man natürlich auch machen. Ne? Also ich bin halt nur irgendwie in letzter Zeit nicht so ein Freund davon, den morgens um 9 Uhr zu handeln, weil man doch sieht, dass im DAX dann doch mehr Wohler ist um 9 Uhr, auch wenn der DAO irgendwie sauber läuft generell um diese Uhrzeit. Aber das müssen wir gleich mal gucken. Ich habe den jetzt aber auch gar nicht vorbereitet, beziehungsweise ich habe die Instanz gar nicht auf vom MetaTrader, wo der DAO eben drauf ist. Von daher würde ich mich da jetzt mal ganz kurz eher nicht dran aufhalten, sondern eher halt hier zur Beobachtung dann halt eben nebenbei aufhaben. Was man aber hier sieht, ne, ist einfach halt hier rein von der kurzfristigen Korrelation ist es halt einfach, der DAX steht unter dem SMA20, der DAO steht drüber, beides im H1. Das heißt, die werden sich hier irgendwo einpendeln. Also ich würde mal tippen, dass der halt eben auch die Reise runter macht, wobei so ein SMA ist natürlich immer tricky.
weil der SMA20 liegt nicht da unten, sondern der liegt jetzt, wenn die Stunde vorbei ist, nämlich hier oben. Das heißt, da muss gar nicht mehr halt viel kommen. Das heißt, die Korrelation geht hier schon eng zusammen. Aber generell, trotzdem läuft der dahin. Das ist für mich immer so ein relativ simples Anlaufsziel und auch eine relativ simple Orientierung eben, wo wir halt eben gerade im Trend eben liegen und wo man den halt dann auch greifen kann. So, damit gehe ich mal rüber dann auf den Handelschart. Also, wie gesagt, ich wäre halt der Meinung, dass wir halt hier irgendwo reinlaufen dürfen. Ne? Also hier nochmal zurück darauf und dann halt mal sehen, ob wir von der 920, 930 dann halt eben auch hier irgendwo runterkommen. Gerne möglichst. Also eher, das wäre der erste Anlauf hier, die 877 in dieses Mini-Cluster da halt rein und dann halt eben dann darunter. Ich gebe das mal kurz frei. Und die das Live-Chart-Add-on haben, die sehen es dann halt eben auch jetzt. Ich werde es dann in Zukunft übrigens auch wieder so machen, dass man halt ohne Lizenz dann eben auch während den Livestreams die ganzen Kurse beziehungsweise die ganzen Levels sehen kann. Also, das wäre jetzt so meine präferierte Richtung. Jetzt muss ich mal gucken, ob sich das dann auch so darstellt. Gucken wir jetzt das Ganze dann also hier mal an. Also, hier unten auch nochmal der H1, ne, genau wie ich ihn eben drüben auch hatte. Und hier der Daily, oben der M15 und hier der M5. Das heißt 825, genau, Quatsch, 925. Also hier oben so in dem Bereich, der wäre jetzt auch der Point of Control, was man hier natürlich wie immer sieht. Entschuldigung. Das ist das Future-Volumen auf den CFD gemappt. Das ist also nicht irgendwie nur Tick-Volumen, sondern das ist halt schon alles echt. Von daher ist, fände ich das jetzt natürlich auch recht plausibel. Das sieht man auch hier recht deutlich. Hier ist irgendwie gerade so gar kein Volumen und da oben hat sich irgendwie alles gesammelt. Logischerweise ist dort auch der Point of Control und würde natürlich dann halt schon Sinn machen, dort Short zu gehen, wenn er dann dorthin kommt. Das ist natürlich jetzt die große Frage. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie direkt runterfallen sollen, dann habe ich natürlich hier ein Problem. Dann muss ich gucken, wie ich da in irgendeiner Form reinkomme. Aber so schlimm oder sagen wir so, ich bin da mal guter Dinge, dass der Markt heute dann mal unser Freund ist. Wie siehst du das, Nelson? Oder bist du noch auf der Suche nach der Kaffeemaschine? Ich muss mich erstmal sortieren hier. Nein. Das dachte ich mir. Deswegen habe ich auch mal kurz, habe ich dir eine Pause gegönnt und habe mal durchgeredet, ein paar Minuten. Nein, nein, Quatsch. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Tatsächlich, wir tracken ja auch die Daily Ranges der Indizes und Währungspaare und das war ja schon sehr, sehr ja, ruhig verhältnismäßig die letzten Tage. Also ich bin Ja, mal gespannt, was heute extrem. passiert. Ja, also letzte Woche fand ich hat oder vorletzte, wann war ich wegen Krankheit ausgefallen? Ich glaube vorletzte Woche, ne? Da war ja auch, also ging ja gar nichts, ne? Hat ja irgendwie nur rumgestanden. Aber letzte Woche dann halt eben auch, ne? Echt so ein bisschen schwach. So, wie seid ihr denn drauf? In welche Richtung? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Long oder Short? Also jetzt mal nur auf den DAX bezogen. Bin ich mal gespannt, was wir hier für ein Sentiment zusammenkriegen. Apropos Sentiment. Habe ich hier gerade gar nicht auf, hätte ich einfach machen können. Aber wenn ich das jetzt aufmache, dann kriegen wir hier wieder so einen Monster-Sound. Die Seite. Short, Short, All-in-Short. Oh, oh. Oh, die Frauen hier mit Risiko am Start. Duck, Hier Short, Gold, Long. Ja, bei uns im genau. Chat auch nur Short bis jetzt. Ja, okay. Das ist nicht gut. Also, außer, ich Gefährlich. meine, wir sind natürlich alle, wir sind gut. Ich meine, solange wir uns einig sind, ist alles fein, ne? Was sagt das Sentiment bei der Eurax? Kann das mal einer gucken? Wie gesagt, wenn ich das hier aufmache, dann fallen euch alle die Ohren ab, weil dann der Sound nämlich durchgeht von der Glocke gleich. Kurz, Short, Mittel, Long. Nee, nee, nur heute Intraday. Ne? So, da haben wir ihn, den Markt. Also positionsmäßig wird dann auch hier versuchen zu skalieren. Ne? Das heißt, ich würde schon versuchen, die Reise darunter zu machen. Jetzt irgendwie nicht, was heißt Reise, ne? Nicht irgendwie nur 3 Punkte zu gehen, sondern halt ein paar mehr. Aber das ist jetzt mal die ersten Sekunden. Da passiert jetzt noch irgendwie nicht so wahnsinnig viel. Geht hier über den Kassaschluss, beziehungsweise geht drüber, wollte ich gerade sagen. Einen Punkt, einen halben. Und mal gucken, ob ich mich da oben abholen lassen kann, ob das gelingt. Aber ich fürchte, 5 Minuten müssen wir hier schon abwarten. Und können hier nicht mit dem ersten Tick rein, sieht für mich zumindest nicht so aus. Dafür ist jetzt irgendwie auch alles ganz Also schön dünn hier gerade noch. Sentiment schreiben hier einige 14 aktuell. Wie viel? 14.
Also long. Plus 14, ja. Okay. Ja, das ist natürlich nicht so wahnsinnig viel. Plus 40 wäre natürlich schon eine andere Aussage gewesen. Ja, genau, da steht es ja. Danke, Matthias. Man, hier so bei einem Punkt drauf und runter muss man jetzt noch nicht so wirklich. Also ein bisschen wohler fände ich natürlich schon besser. Also Positionsgröße gilt wie immer, ne? Völlig irrelevant. Also ich wäre halt hier mit maximal irgendwie 20 dabei und versuche mich da jetzt irgendwo da halt reinzufinden. Aber das muss natürlich jeder so machen, dass es zum eigenen Konto passt. Ne? Also das heißt hier irgendwie zu analysieren, großartig an Formationen, Muster, was auch immer, braucht man hier nicht. Zumindest noch nicht. Er geht jetzt hier auch über die Extension vom M15 drüber. Ach, da wollte ich gerade sagen, da kommt der VWAP in die Nähe. Ich würde hier mal den ersten, würde ich hier mal aufmachen. Ne, also wie gesagt, skaliert. Skaliert heißt immer, ich baue die Position. Ja. Das heißt, das hier ist nicht mein volles Risiko. Wenn ich jetzt den Stop durch die Gegend fahre, dann ist das völlig in Ordnung, weil halt eben, wenn ich auch hier nur mit einem Viertel irgendwie drin bin, kann ich auch den Stop hier mal so weit fahren. Mal ganz simpel. Ne? Aber ne, 930, ne, also hier Point of Control, für meine Begriffe darf der das schon gerne machen. Ne? Also auch hier mal die Hochs ausloten. Und das heißt, ich würde mich dann halt in dieser Form halt einskalieren. Und darüber raus muss ich jetzt nicht unbedingt, ne, aber möglich ist natürlich alles, aber man muss da schon ein bisschen aufpassen, dass man es dann halt eben auch nicht übertreibt mit der Skalierung. Und deswegen würde ich da auch oben erstmal, also das ist jetzt erstmal für mich immer so gedanklich, so, hey, Reißleine da oben, ne? Und das heißt aber auch nicht, dass der ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Da muss man natürlich dann auch gucken, wie stellt der Markt sich denn da oben da, ne? Also wie stellt er sich da an? Weil hier haben wir das Vortageshoch. Klar, es ist immer ein interessanter Punkt. Von daher muss man das eigentlich natürlich, wenn man es genau nimmt, eigentlich komplett mit da reinziehen. Ne? Also weil über Vortageshoch, da, das wäre natürlich dann erstmal potenziell long. Und deswegen sollte man die Reißleine auch nicht zu tief setzen. Und hier bei der Wohler, so oder so, ne, glaube ich, darf man halt irgendwie ein bisschen anders da auch rangehen. Und im Zweifelsfall muss man halt Sitzfleisch haben, ne, und da halt genug Geduld mitbringen, damit das dann auch funktioniert. Ja, also, erste Bewegung ist jetzt ganz klar im M5 ist schon deutlich bullish, ne? Und so, das heißt, wir werden uns dann höchstwahrscheinlich dann hier auch noch ein paar Minuten damit rumschlagen müssen. Also zumindest mal irgendwie mindestens bis 9:15 Uhr, bis Mittag halt irgendwo was sehen. Jetzt habe ich heute Morgen hier Stimmübungen gemacht, ne? Und damit ich nicht hier anfange, in der Gegend rum zu husten, jetzt merke ich gerade, es geht schon wieder los. Es kratzt schon wieder. Das ist irgendwie, ich glaube, das liegt einfach an der Uhrzeit. Morgens ist einfach nicht, ne. Wir müssen mal in Frankfurt anrufen. Wir müssen mit denen mal irgendwie reden. Und dass die mal irgendwie die Börseneröffnung irgendwie, ich glaube, so vielleicht auf 11 Uhr oder so verschieben. Das finde ich Könnt ihr ja ziemlich auch gut um eigentlich. 15:30 Uhr machen. Ja, oder auch, ne, dann kommen ja die Amis in die Quere, vielleicht dann so 14 Uhr. So. Ein bisschen müssen wir mal versuchen, weil das ist ja immer, das ist ja, also ich meine, die Wohler ist ja auch nicht immer so gut morgens, ne? Vielleicht können wir das ja als Ausrede verwenden, aber eigentlich geht es ja mir um meine Stimme, das ist ja. Ich weiß gar nicht, warum du so müde bist. Hast du 2 Abende frei gemacht und ist immer noch Frei. zu früh. Genau. Ja, frage ich mich auch. Das ist, ja. Ich bin gar nicht müde. Das ist eher so dieses, ich weiß nicht, ne? Man steht aus dem Bett auf. Am normalen Tag muss man dann mit keinem reden, ne? Also zumindest nicht mehr als 3 Sätze. Und hat dann noch irgendwie Zeit, irgendwie mit dem Leben wieder klarzukommen. Ne? Und hier jetzt so, jetzt bin ich die ganze Zeit am Quatschen. Aber ich sage ja, ich bin vorhin rumgelaufen, habe gesungen. Und meine Partnerin hat schon gemeint, oh, was ist das denn? Sing, sing weiter. Ich sagte, nein, ich mache nur Stimmübungen. Und ja. Aha, na gut, ich sehe schon die ersten Kommentare gleich, eine Kostprobe von dir. Ja, nächstes Mal hole ich mir hier eine Gitarre oder ein Klavier und setze mich hin und singe erstmal ein. Fangen wir am besten irgendwie bei dann um 8:30 Uhr an, damit es auch richtig übel wird. Ach ja. Was? Der Schweinebauch ist. Was? Was geht denn hier ab?
YouTube-Kommentare. Schlagt ihr euch da irgendwie gerade oder was ist? Ja, Gibt's denn da genau. was? YouTube-Jingle einsingen live. Ja, live. Ne? Einsingen kriege ich noch hin mit bisschen Aufwärmen, aber live glaube ich eher nicht mehr. Da bin ich zu viel aus der Übung. Kumbaya, mein Gott. Genau. So, was ist denn hier? Also, guck mal hier, der H1 steht oben genau jetzt bei der 8-Uhr-Öffnung und will da jetzt ernsthaft durch. Also, wir sind aber hier auf jeden Fall erstmal genau in dem Segment, wo ich hin wollte. Hoppla, bisschen spät gedrückt. No, also, habe ich ja vorher gesagt, ich habe so irgendwie 2 Punkte hier verpasst, aber es ist ja erstmal nicht weiter schlimm. Das heißt, hier oben drüber, das würde ich mir zwar auch noch angucken, aber auch nicht unendlich. Ne? Aber generell haben wir jetzt hier erstmal die Bewegung gemacht bis zu 930. Also hier bis in dieses Cluster rein, bis an das Hoch von 8 Uhr. Da versucht ihr jetzt irgendwie nach der 7. Minute durchzugehen und zwar ohne Korrektur nach unten. Halte ich für ein bisschen schwierig. Und zwar nicht unmachbar, aber es raufgezerre. Oh Gott, nervt das langsam, oder? Anstatt mal hier mal ein paar Punkte zu korrigieren. Aber gut, ich meine, wir haben ja noch Zeit, wir sind ja noch früh an. Also generell ist das erstmal gut, dass er halt direkt rauf geht um 9 Uhr. Und zwar ohne Korrektur. Und das erhöht nämlich die Chancen, dass die Geschichte jetzt hier auch aufgeht. Ne? Das dauert jetzt zwar dann vielleicht so ein paar Minuten länger, aber das macht eigentlich schon Sinn so. Ich würde jetzt auch hier irgendwie den dritten, also wie gesagt, das wären dann 3 von maximal 4. Den würde ich tatsächlich auch erst vor dem Vortageshoch da oben machen, gar nicht mehr hier unbedingt. Und aber ne, das kann trotzdem daneben gehen. Ne? Also ich muss nicht immer hier irgendwie alles richtig machen, bitte. Ne? Also trefft auf jeden Fall eure eigenen Entscheidungen. Ne? Weil ich sehe das halt immer so bei den ganzen Livestreams, das ist immer so eine Momentaufnahme von irgendwie einem ganzen Handelstag. Ne? Und da man ja irgendwie nicht nur Gewinne machen kann, kann man natürlich dann eben auch mal das Pech haben, dass man dann genau den Moment erwischt, der dann halt eben nicht aufgeht. Ne? Und dann aber halt die ganzen Momente danach halt fehlen, wo das dann halt irgendwie wieder dann halt ins Grüne gedreht wird. Ne? Deswegen ist es immer wichtig, gerade bei solchen Livestreams eigene Entscheidungen zu treffen. Und aber das hier wäre jetzt halt mein Ansatz, den ich vorhin beschrieben habe. Und von daher spricht da jetzt von meiner Seite jetzt erstmal gar nichts dagegen, dass jetzt auch so erstmal so durchzuziehen, wie ich es halt eben ja auch gesagt habe. Und beziehungsweise halt zu gucken, ob der Markt diesem Ansatz jetzt folgt. Und aber ich glaube, viel muss man da auch gar nicht ergänzen. Ne? Guck mal hier die Kommentare. Warst du nicht auch mal DJ? Ja, ich habe also nicht wirklich DJ. Auch, ja, habe ich auch mal gemacht, tatsächlich. Und aber generell Musikbranche und so weiter, Musik ja viele Jahre lang. Das ist aber schon lange her. Aber da bin ich ja nicht der Einzige. Der Orkan ja auch, ne? Orkan kann zwar nicht singen, aber der hat sich auch mal mit Musik in seinen früheren Jahren befasst. Dann sind wir schon mal zu dritt. Du auch. Ich auch, ja. Herr Nelson tanzt heute noch. Ich habe dazu getanzt, selbstverständlich. Nelson, das musst du erzählen. Was hast du gemacht? Ich habe ganz klassisch noch mit Schallplatten aufgelegt, hör mal. Ah, Vinyl. Vinylshop. Aber ja, genau. Ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Ja, das können ja heute die meisten schon gar nicht mehr. Also es ist ja irgendwie ne, Vinyl. Obwohl ich meine, ich habe es auch noch gelernt, aber ich war halt nie irgendwie so wirklich DJ. Also ich wusste, wie man 2 Platten zusammenkriegt im Beat, aber auch nicht immer. Das überlasse ich den Profis, wie den Nelson zum Beispiel. So, wir müssen halt hier auch ein bisschen nebenbei quatschen, ne? Also für die, die vielleicht hier zum ersten Mal dabei sind, denken, was labern die ganze Zeit? Ich meine, guckt euch die Bude an, ist ja irgendwie alles gesagt, ne? Also da muss man sich ja irgendwie zwischendurch die Zeit auch mal dann irgendwie anderweitig irgendwie vertreiben dürfen. Ich gucke mal ganz kurz rüber. Also die Position ist jetzt erstmal auf, ne? Aber hier, ne, 5 Punkte rauf und runter. War sogar schon ein Plus tatsächlich. Aber ich sehe jetzt hier noch keinen Grund, warum ich da irgendwas ausskalieren soll. Ne? Das ist jetzt hier, das ist ja kein Notfall gewesen, hier die zweite Position, sondern die ist ja eingeplant.
Und erst wenn er halt irgendwie da oben rausgehen würde, dann muss ich mal halt irgendwie anfangen nachzudenken. Aber erstmal absolut noch gar nicht, finde ich zumindest. Ne? Das, wie gesagt, ich habe ja eh auch gemeint, dass das dauert wohl irgendwie mindestens bis 9:15 Uhr, also wohl ein paar Minuten länger und kann ein bisschen anstrengender werden zeitlich. Von daher plane ich das jetzt auch mal weiter so ein. Das heißt, erstmal alles wie erwartet. So, dann gucken wir uns mal an, was treibt der DAO? Eigentlich auch ganz nett, macht hier einen Rücklauf in die. In diese Bewegung rein, ne? In diese Abwärtsbewegung von 8 Uhr. Läuft tatsächlich sauberer, sieht man jetzt schon. Ne? Weil der DAX ist irgendwie, klopft hier schon über 8 Uhr an, der DAO ist noch hier sauber drin, schwingt sich da oben rein, der wird er wahrscheinlich auch nicht mehr machen, als halt irgendwie maximal bis halt irgendwie kurz vor die Eröffnung oder bis an die Eröffnung gehen. Und dann von dort, der wird tatsächlich einfach, der hätte ich besser auch mal irgendwie doch noch vorbereitet. Wenn ich mir das so angucke, Von dort dann irgendwie mindestens auf den SMA 20 kommen, wahrscheinlich aber halt eher ein Stück tiefer, ne? Also das so sehe ich da halt mal irgendwie den DAO. Der DAX klebt hier einfach da oben in einer 5-Punkte-Range jetzt irgendwie gerade sinnlos fest. Und ja, ne, wie man auch hier ein bisschen deutlicher sieht, im H1 die Stunde eröffnet ohne jegliche Korrektur, einfach nix da unten, ne? Boah, das meine ich halt, ne? Ich meine, ich bin ja auch ein Freund von Long, ne, generell. Was ist die Lieblingsfloskel, die da wäre? Also hier fragt jemand, ob meine Lieblingsfloskel schon kam. Der Sebastian, was war die denn nochmal? Bin ich gespannt. Ich überlege Also auf auch jeden gerade. Fall, was mir hat. Bitte? Ich sage, ich überlege auch gerade, was ist denn deine Lieblingsfloskel? Nichtsdestotrotz. So. Zählt das schon als Floskel? Bei dir schon. Feature, Feature. Verbal Feature. Ja, genau, da ist es ja. So sieht es aus, ja. Nichtsdestotrotz, ja. Ja, nichtsdestotrotz, ne? Was, das ist aber auch ein deutsches Wort, ne? Meine Güte, ey. Das ist so ein. Sowas fällt auch nur den Deutschen ein. Das tut schon weh, irgendwie beim. Nur dran denken, wie es geschrieben wird. Warum ist bei dir Auto-Update blau und nicht braun? Weil ich. Also hier zum Live-Chart, ne? Fragt gerade der Martin. Ja, weil ich der Publisher bin. Ne, das heißt, bei mir ist das kein Auto-Update, bei mir ist das Hochladen. Ja, das ist eine andere Version, das ist ja die Publisher-Version vom Live-Chart. Die sieht natürlich ein bisschen anders aus. Ja. So, da kommt er, also, ne, also hier im DAO, wer den irgendwie drauf hat, ich glaube, das ist einfacher als irgendwie im DAX. Ne. Aber hier, ich kann es dir mal kurz zeigen, das ist jetzt zwar auch nur eine Beta, jetzt auch nicht die letzte, aber wenn man hier umschaltet, Timeframe, zack, da. Ne? Und bäm, da. Das sieht momentan nämlich nicht so aus. Ne? Und das war vorher halt immer irgendwie so ein bisschen anstrengender. Und das ist halt irgendwie jetzt echt tausendmal besser als vorher. Das wirkt sich natürlich auch auf die Performance vom Stair Trader aus. Und das werden wir mit ein paar anderen Add-ons dann auch so machen. Aber wir machen jetzt hier, wie gesagt, keine technische Stunde, ich wollte es jetzt nur mal erwähnen. Das ist aber generell das, wo ich mich die ganze Zeit mit verstecke und warum ich mich hier irgendwie Tag und Nacht irgendwie einschließe. Und weil das natürlich dann schon recht viel Arbeit halt auch ist, klar. So, ach, wir sind wieder 2 Punkte im Plus. Ist der Wahnsinn. Die Volatilität heute. Das wird aber dann auch, ne, wenn der Markt das jetzt macht, dann auch relativ von der Länge her überschaubares Live-Trading, also ich will eigentlich jetzt nur mal kurz darunter und mir eigentlich nicht, also das heißt, die Eröffnung, da fehlt ja halt einfach eindeutig, ne? So der Test oder hier, was heißt der Test von der Eröffnung, aber halt, wenn die Stunde davor schon irgendwie in Rot geschlossen hat und dann hier so ein Ding kommt, das schreit ja danach, dass wir irgendwie da zumindest unten mal irgendwann gucken müssen, ob es da nicht tiefer geht. Ergibt für mich irgendwie so überhaupt gar keinen Sinn, das ganze Bild. Aber wir brauchen halt dennoch Wohler. Wo ist dein Das ist Ziel? halt Unten klar. wird gefragt. Bitte was? Wo dein Ziel ist, wird hier Ja, gefragt. habe ich ja gerade gezeigt, ne? Im H1. Da wäre es halt die 877 im ersten Anlauf und ansonsten mal generell die 822 oder 789 da unten. Ne? Aber das jetzt hier, das ist utopisch weit entfernt. Bei der aktuellen Wohler, von daher kann man das vergessen.
Der Marvin, PrivX wird auch schneller. Ja, PrivX ist eigentlich gar nicht das Problem, ne? Das sind dann eher die ganzen Sachen, die im Hintergrund dann halt laufen. Weil das ist eigentlich schon recht, also PrivX ist eigentlich, also hier das für die Außenstäbe, ne? Das ist eigentlich halt schon sauber. Also man sieht es ja, ne? Also das sind jetzt irgendwie 1000 Bars, die er hier berechnet. Das kann man übrigens auch kürzer einstellen. Man kann ja auch hier irgendwie, wenn das irgendwie beim eigenen Computer irgendwie zu lange dauert, kann man ja auch hier irgendwie zum Beispiel 250 machen. Dann geht es natürlich nochmal deutlich schneller, ne? Klar. Muss halt nicht so viel rechnen. Das ist die Historie. So, also wir kleben dann wieder, wo wir geklebt haben. Ach, das ist doch wieder eine herrliche Eröffnung hier. Unglaublich. Was macht eigentlich unser Gold? Da habe ich ja auch irgendwie letztens ein Setup dazu gepostet. Das finde ich, sieht aber halt gut aus, ne? Das heißt, oh, guck mal hier, da haben wir gar keinen Live-Chat gerade. So, das heißt, das kann ich auch mal gucken. Jetzt weiß ich nur nicht, was da aufpoppt, wenn ich da. Moment, ich suche es mal eben. Ich bin sofort wieder da. Ich weiß nicht, da kann immer sein, dass dann was aufpoppt, was der Nelson nicht so klasse findet. Naja, so, da bin ich auch wieder. Gut, also. Genau, ne? Da hatte ich ja halt irgendwie auch gemeint, kann irgendwie direkt gerne nach oben weglaufen, aber generell hier war ja halt der Entry und da hatte ich ja auch irgendwie im Livestream, Quatsch, doch im Livestream vom Ausblick ja auch gesagt, das ist so ein Ding, da muss man irgendwie, glaube ich, gar nicht ran, wenn man das halt irgendwie vor allen Dingen im Swing halt irgendwie handeln möchte. Das war der Tag, wo wir hier so ein bisschen reagiert haben. Ich sagte, ich werde das nicht anfassen, sondern lass den einfach mal machen oder lass das einfach mal machen. Und für meine Begriffe kann Gold einfach in den nächsten Tagen dann auch da oben raus, nochmal über die 2000 und kann da halt versuchen, dann halt eben auch das Jahreshoch dann da oben rauszunehmen. Von daher. Und von daher ist das halt irgendwie, finde ich nach wie vor richtig, vor allen Dingen, wenn man den Entry hier ja mitgemacht hat. Das hier war die Maximalbewegung, wo ich gesagt habe, das ist die maximale Korrektur, die ihr machen kann. Aber generell hier war der Entry und läuft eben. Ne? Von daher alles gut. Jetzt ist da echt original. Ich hoffe, ihr hört das Geräusch nicht. Aber einer mit einem Laubbläser hier 5 Meter von meinem Fenster entfernt, da vorne zugange. Das ist Ja, natürlich alles echt gut. unfassbar. Ja, aber mir fällt es hier ein bisschen schwer, irgendwie noch geradeaus zu reden, ehrlich gesagt. Weil so viel Lärm um die Ohren ist. Und ich muss ja gleich mal kurz rausgehen, muss mal irgendwie längeren Stock aus der Garage. Die Sache mal in die Hand nehmen. So, also, was macht denn unsere Wohler hier? Also Gold, ne, denke ich mal. Was ist hier? Aber guck ich nachher mal drüber. Bleiben wir jetzt erstmal kurz hier beim Markt. So. Also, ey, bei der Lautstärke haben wir hier echt gleich ein Problem, ne? Ja, das geht echt gar nicht. Alright, also wir stehen hier immer noch genau da, wo wir gestanden haben und gucken uns dann halt auch jetzt immer noch den gleichen Kram hier an. Also das heißt hier die Wohler, ne, ist wie immer halt, oder ne, ich habe es ja vorhin auch schon ganz am Anfang gesagt, das ist natürlich mega abenteuerlich, ne? Aber das ist ja halt irgendwie auch schon so ein bisschen, hat das ja Tradition bei uns, ne? Das Nelson, stimmt, das stimmt. ne? Leider. Mal Ja, was schauen. sagt man das? Bitte? Ich sag mal schauen. Jetzt zeigt er sich, wer Disziplin hat und nicht ganz ohne Plan hier was macht. Ja, ich meine, bis jetzt hält er sich ja dran, ne? Aber halt so mit bisschen mehr Gegenwehr. Ey, ich gehe da jetzt gleich raus, ne? Die haben das, ist doch echt ein Gag hier, ne? Sorry, aber ich kann so irgendwie. Hört ihr das? Ja, ne? Ganz, ganz leise. Ja, ich höre das hier voller Lautstärke. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Was passiert denn eigentlich, wenn ich hier drauf drücke? Bin ich dann auch weg? Ja, da bin ich auch weg. Guck. Naja, vielleicht ist es ja irgendwie nur ein paar Sekunden. Da, jetzt kommt deine Bewegung, pass auf. Ja, jetzt kommt meine Bewegung her. Ja, das war der Laubbläser. Ja, die müssen auch nur arbeiten, ich weiß, ne? Aber das ist halt hier echt, ne?
5 Meter, also das heißt 5 Meter, gut 6, 7 Meter hier von meinem Fenster entfernt. Und jetzt ist noch irgendwie, gesellt sich noch ein anderer mit dazu. Die können ja aber auch, wenn ich die mal ganz nett bitte, Rücksicht nehmen und dann vielleicht mal irgendwie sich 20 Minuten woanders hin verkrümeln. Weil das ist halt hier echt der Horror gerade. Dein Fenster So, auf. also wir liegen 5 Punkte vorne nach 20 Minuten. Hurra, hurra, hurra. Und Ja, gar nichts mehr. Tagesranking wurde erreicht, schalten Sie auch morgen wieder ein. Ja, genau, Star Chaser. Ja. So, ja, da ist Felix angerufen, versteckte Kamera. Ja, das glaube ich sofort. Ich könnte auch machen wie die anderen, wie die YouTuber, ne? Ich könnte auch hier mich mit dem Kopfhörer hinsetzen, mit Noise Cancelling. Da würde ich von all dem überhaupt nichts mehr mitkriegen. Dann würdest du mich auch wieder hören. Bitte was? Ja, Ja, ich höre auch hier genau. fast nichts mehr. Ne? Ich muss hier echt kurz unterbrechen, das geht so nicht. Warte, ich muss mal. Bin sofort wieder da. Die armen Nachbarn. Jetzt gibt's Ärger. Morgen, Andreas. Schön, dass du auch da bist. Ja, vielleicht sollte er was vorsingen da. Dann hören Sie von alleine auf. Ja, sehr gut, dann bist du bei Dirk genau richtig. Ja, genau, die kennen Dirks Webinarpläne nicht. Ja, ist auch mal eine Idee, mal seinen Terminkalender teilen. Wie, Andreas kann doch nicht singen. Andreas kann doch sonst alles. Ah, okay. Entschuldigt. So, ob der Dirk wiederkommt? So, Anzeige ist raus. Nein, aber ich muss da jetzt irgendwie. Er hat gemeint, 5 Minuten braucht er noch. Und ja, ich kann hier nicht mehr geradeaus denken gerade. Ne? Das ist echt so ein bisschen schwierig. Was? Der Dirk ist weg wegen Black Friday-Schnäppchen. Ja, aber Nelson, dann musst du mal kurz hier irgendwie bitte noch 5 Minuten bespaßen. Ich muss mich da wirklich mal kurz. Es ist hier wirklich so wahnsinnig laut. Ne? Es ist echt too much. Aber ich habe Ja, ihm auch wir haben uns gerade schon mal. gesagt oder auch gerade gefragt, so irgendwie, ey, nächsten Di oder Dienstag jetzt immer wieder und ja, Blätter. Ne? Ich sage, ja, ey, Leute, doch nicht. Also eine Bitte, nicht dienstags um 9 Uhr. Echt, ey, das ist natürlich echt bitter. Aber mach du mal, ich mache mal hier kurz das Mikro nochmal aus. Ne? Also sorry für die, also ne? Ihr kriegt es ja mit, was ich hier gerade hier für ein Problem habe, aber. Vielleicht ist es ja wirklich dann in 5 Minuten erledigt. Bis dahin, da darf der Nelson jetzt hier ein bisschen was erzählen. Nelson, bitte, du hast sehr gerne das Wort, kannst auch gerne Werbung machen, alles, was du möchtest. Und da ist, ich finde, ich lese mich durch die Chats und sehr interessant. Habe jetzt auch gerade gelesen, dass Andreas, wenn seine Halsschmerzen weg sind, dann auch atemlos durch den Chart singen wird für uns. Also, das wird schon spannend. So, was wird denn hier noch geschrieben? Der Dank bewegt sich, das ist auch schön.
Ja, ist immer so spannend, ne? Einfach zu sagen, erzähl doch mal einfach mal was. Ja, wie gesagt, Andreas, wir haben hier nichts gehört im Hintergrund davon, irgendwas. Also keine Ahnung, was er da, welche Geräusche er da gehört hat. Da hast du recht mit deiner Frage. Melden. Was hier für Sprüche? Ah, du bist ja doch da. Ja, ich höre alles. Ich dachte, du hörst nichts. Ich habe gesagt, du darfst Werbung machen. Ich habe nicht gesagt, du darfst lästern. Du, ich lese hier nur vor, was geschrieben wird. Was ist denn mit Timo? Schreibt der Martin. Ja, ich glaube, der ist auch, den hat es auch ein bisschen erwischt. So wie viele aktuell, ne? Gute Besserung hier an der Stelle natürlich. So, dann wurde vorhin auch nochmal gefragt bezüglich Orderbuch und ob das von den DAX Futures kommt. Ja, da hatte der Dirk ja eigentlich wie jeden Webinar schon was dazu gesagt und auch mal gezeigt. Also von daher ist richtig. So sieht's aus. Also es ist hier gerade ein bisschen stiller geworden. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Also nochmal sorry, aber es liegt natürlich außerhalb meiner Kontrolle. Ach, jetzt, ne, guck mal, jetzt waren wir hier gerade mal ein paar Punkte im Plus, 15, jetzt rennt er schon wieder rauf. Ja, es 15 Punkte. Also immer noch nicht die Eröffnung getestet, fehlt mir immer noch. Gut, ich meine, manchmal habe ich ja gerne recht, ne? Aber halt hier, dass ich gesagt habe, es wird zeitlich anstrengend, das ist so ein Ding, da muss ich nicht unbedingt recht haben. Da kann der auch irgendwie gerne dann mich auch irgendwie mal positiv überraschen und dann trotzdem schneller runterziehen. So, jetzt haben wir 9:30 Uhr, Knoppers-Fraktion. Mal gucken, was die jetzt machen. Guck hier auch gerade durch. Nelson. Okay, genau, hast du eigentlich einen eigenen Kanal, Nelson? Nelson braucht einen eigenen Kanal. Ja, dazu Okay. kommt es noch. Das wär eigentlich gut. Aber ich hab ja versprochen, ich, noch ein Gastauftritt bei dir, ne? Das steht noch Ja, aus. genau. Das machen wir auch noch, ne? Also, da Ja. ist ja schon ein paar Mal auch danach gefragt worden im Livestream, wann machen wir das extra Live-Trading, wo der Nelson dann hier zu mir kommt. Und dann werde ich hier natürlich vorher mal ein bisschen abfüllen, damit er auch mal lustig wird. Ja, ich muss jetzt hier ein bisschen zurückschießen, ne? Nach dem, was du vorher da alles. Ich weiß ja gar nicht, was du alles gesagt hast. Ich habe ja nichts gehört. Das waren bestimmt böse Ja, Dinge. ich habe Aber auch ich höre. gesehen, die Aufzeichnung hat in dem Moment auch nicht funktioniert. Ja, Schade. genau. Aber ich sehe ja schon, du hast Gesellschaft vom Andreas Bernstein. Ne? Dann ist mir schon klar, woher es wieder kommt. Das ist, ja, Andreas ist der Schlimmste. Die, Er ist einfach der na, Schlimmste. gut, guter Einfluss. Ja. Du kannst ja nichts, machst ja nichts. Ne? Gleich nochmal Short rein, möglich oder eher nicht mehr. Ja, für meine Begriffe ist der Short ja noch gar nicht gelaufen. Ne? Also der hängt ja immer noch hier oben fest in dieser merkwürdigen Range, die er da irgendwie über Nacht gezimmert hat. Und das ist ja noch nicht mal irgendwie, hat er noch nicht mal angefangen, finde ich. Ne? Bei dem Livestream mit Nelson solltet ihr die Laubbläser auslassen, sonst können sich die anderen nicht konzentrieren. Ja, ne? Meine Rede, Sebastian. So, ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen. Ich weiß, das ist so ein bisschen anstrengend hier gerade, aber was soll ich machen? Ne? Ich kann ja leider den Markt nicht dahin schicken, wo ich ihn hinschicken möchte. Ich kann mich ja auch nur auf das einstellen, was da halt eben kommt. Ne? Also hier, Speedy hat gerade gefragt wegen Short. Ne? Also bitte eigene Entscheidungen treffen. Ne? Das ist echt, es kann ja auch genauso gut sein, dass er jetzt hier erstmal um 10, bis 10 Uhr irgendwas anderes bastelt und wieder mit dem Livestream durch sind und dann halt eben danach erst das kommt, was ich hier eigentlich im Sinn habe. Ne? Oder halt eben man da irgendwie ganz anders ran muss. Deswegen bitte unbedingt selber entscheiden. Aber das hier finde ich jetzt langsam so ein bisschen. Oh, ne? Ach, Andreas, was sagst du dazu? Wo willst du denn hin? Weil eigentlich Andreas Bernstein ist ja immer so mit den Kassa Gaps. Damit ist er immer Ich unterwegs und das ist meine, eigentlich hätte schon. vorhin geschrieben, dass er short ist. Ja.
Aber ich würde mal tippen, sein Ansatz war hier unten long zu gehen, ne? Also, wo wir hier gerade im Plus waren. Ist aber jetzt natürlich reine Vermutung. Der Ja, und Martin er hat schreibt jetzt. hier bei uns im Chat, dass er long ist. Okay, der Martin ist immer long. War der Martin jemals short? Ich glaube, der Martin hat den Knopf gar nicht im Stereo Trader. Der hat den irgendwie falsch installiert. Bei dem ist, guckt nur auf der linken Seite der Kaufbutton raus. Der hat den anderen gar nicht. So, jetzt machen wir hier erstmal ein neues Hoch. Ach, wie schön, nicht. Andreas wollte die 5901, ja, da waren wir auch noch nicht, ne? Genau, da will ich ja eigentlich auch erstmal hin. Und dann kann er sich überlegen, was er macht, ne? Weil dieses Hochgezerre, ich finde es immer, also, ne, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin ja auch grundsätzlich immer wieder ein Fan von Long, aber Long kann so nervig sein, ne? Also, sobald er dann irgendwie mal so ein Level erreicht hat, er wird immer nur noch da oben rumgezerrt und schafft es nicht mal irgendwie ein paar Punkte zurückzukommen. Also nicht immer, aber manchmal hat man solche Märkte. Und von daher, ja, und ich habe halt leider Gottes das Talent, die zu erwischen, wenn ich eigentlich nur ein paar Punkte rückwärts will. Das gelingt mir beim Live-Trading immer wieder, aber das gehört halt dazu. Ja, so, also, ne, ja, hier schreibt auch Mike, was er rumgehacke im DAX, ultra nervig, ne? Ja, es ist also, wobei, ich meine, nee, ich wollte gerade sagen, so gering ist die Wohler gar nicht. Na gut, wir haben jetzt irgendwie 30 Punkte, ja, 40 Punkte während der Eröffnung insgesamt. Ja, das ist, ich sag mal, wenn es jetzt nicht so irgendwie ein Hin und Her wäre, sondern irgendwie halt ein bisschen gezielter, dann okay, ne? Aber das hier ist ja halt irgendwie so, allein das hier schon, ne? Also wir haben halt irgendwie, da war ja nichts, da war die Kasse noch gar nicht mal dabei. Und laufen hier bis dann halt irgendwie darauf in die Range, laufen dann bis irgendwie ein, zwei Punkte vor die Eröffnung und bloß kein neues Tief und dann halt hier erstmal neues Hoch, oben an die Range. Und ach, das ist so unentschlossen, finde ich, das halt insgesamt. Ne? Und auch wenn du jetzt hier gerade wieder ein paar Punkte rückwärts kommt, ne, das. Ach, ja. Ein Teilnehmer hat vorhin geschrieben, dass Thanksgiving-Woche meistens long ist. Ach ja, ist das so? Weiß ich nicht. Also ich kann das nur so als Aussage hinnehmen. Habe ich tatsächlich irgendwie nie überprüft. Aber ich meine, das ist ja dann auch immer ganze Woche, ne? Das heißt ja eigentlich auch nicht, dass der nicht einfach mal dann auch mal in der Stunde dann erstmal runter kann, ne? Ich sage ja auch gar nicht mal irgendwie, dass der Markt, also nur um das nochmal kurz zu erklären, halt hier im Daily, also das halt eben der DAX. Ich will ihn ja auch einfach nur erstmal hier unter das gestrige Tief halt schicken und was er dann macht, steht ja wieder auf dem anderen Blatt. Ne? Das heißt, er kann die ganze Woche, also wenn man das jetzt so betrachtet, die Woche ist long. Ne? Also das heißt, wobei das hier ist bis jetzt alles, was wir in der Woche haben, der kann ja auch in die Vorwoche rein korrigieren, ne? Und dann immer noch long oben rausgehen. Wir haben ja gerade erst Dienstag. Das ist immer so das Problem mit diesen Betrachtungen, die über eine ganze Woche geht, wenn man versucht, die ins Daytrading da halt einzubringen, ne? Da halte ich echt für schwierig, ne? Von daher, das ist ja so die ganzen, ich meine, man hat es ja vor allen Dingen auch gesehen, ne? Letzten Monat irgendwie, oder wann war das doch, wo ich halt permanent irgendwie auf Dauershort unterwegs war, ne? Und da kamen dann auch irgendwie die ganzen Seasonals, ne? Und haben gesagt, ja, so irgendwie muss doch eigentlich rauf und wir so, pff, nö. Ne, weil das Bild zeigt einfach was anderes und das sagt die Statistik auch was anderes. Also das finde ich halt echt immer schwierig. Ne? Also generell ist es halt immer wahnsinnig schwierig, wenn man zu viele Aspekte mit in die ins Daytrading mit reinbringt. Im Daytrading finde ich immer zählt eigentlich nichts, also gar nichts, außer halt irgendwie das Bild, also reine Price Action. Und man sollte sich da irgendwie nicht verwirren lassen. Ne? Also ich meine, im Gold, wie jetzt in der Position, die ich es ja vorhin ja auch gezeigt habe und jetzt auch schon ein paar Tage bespreche, da ist es was anderes. Ne? Also da kann man, das ist ja dann auch langfristig. Ne? Wenn da jetzt so eine Aussage käme, würde ich sagen, ja gut, okay, das macht Sinn. Aber dort bin ich ja wirklich im Weekly unterwegs und habe das Ding ja auch gekauft, um den erstmal halt da drin zu lassen. Ne?
Und den fasse ich ja dann halt auch logischerweise nicht an, den Trade. Ne? Und, aber halt, da ist natürlich dann halt seasonal beim Weekly klar. Ne? Aber hier Intraday, wo wir im Stundenchart rumoperieren, da würde ich wirklich davon abraten, sich da zu viel Gedanken zu machen. Ne? So. So, und damit sind wir wieder 5 Punkte vorne. Immer noch in der Hoffnung oder beziehungsweise mit dem Ziel, aus den 5 Punkten doch wenigstens mal 25 oder 30 zu machen. Mehr muss es ja hier gar nicht großartig werden. Einmal da unten rausgucken und dann bin ich ja schon zufrieden. Und dann hätte sich das Ganze hier gelohnt. So, ich könnte jetzt natürlich so sagen, gut, ich gehe mit 2 Punkten hier raus, ist halt eben nicht, aber ich meine, noch, es passt ja immer noch zu dem, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Ich finde es halt manchmal so ein bisschen anstrengend, wenn der DAX das so wortwörtlich nimmt und kann mich auch irgendwie genauso gut mal positiv überraschen. Also generell, ne, für die, die vielleicht später dazugekommen sind, ich habe halt gesagt, das könnte zeitlich etwas anstrengend werden in dieser Stunde und nervig und das macht er denn jetzt eben auch. Aber auf der anderen Seite, bis jetzt passt der Bereich da oben, der zeitliche Aspekt, wie ich ihn eingeschätzt habe, passt, das Bild passt immer noch. Von daher gibt es da auch immer noch gar keinen Grund, warum ich davon jetzt irgendwie ablassen sollte oder warum ich da jetzt irgendeine Entscheidung treffen sollte, die mit dem ursprünglichen Gedanken nichts mehr oder nichts zu tun hat oder halt eben womöglich sogar in die andere Richtung geht. Sehe ich irgendwie keine Veranlassung. Das ist Die natürlich im Punkte. Live-Trading immer das Problem, dass man halt dann irgendwie die Zeit überbrücken muss und dass es dann halt auch mal ein bisschen langweilig ist, wie jetzt gerade. Aber es ist, ne? Mit dir ist Aber, das nie langweilig. ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber die Punkte, paar Punkte oben hätte er ruhig noch machen können, um deine Order abzuholen. Wow, so egal. So, das war ja, ja, gut, ne? Ich meine, da haben wir halt eben dann halt nur die Hälfte drin. Das ist auch okay. Ich wäre ja eher froh, er macht es jetzt einfach mal. So, das ist, ne, dann hätte ich nicht nur irgendwie das, was ich gesagt habe, dass das halt eben nicht nur richtig ist, sondern das wäre auch noch was dabei rausgekommen. So, hier kommt eine komplizierte Frage. Wie hoch ist denn mathematischer Erwartungswert deiner Handelsansätze und wie hoch ist dein Risk of? Pass auf, das Ding ist, es kommt ja immer darauf an, was du handelst. Also ich habe das mal gemacht für das, was im Live-Chart ja auch drin ist, beziehungsweise halt, was die Legende hergibt, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Die Zahlen müsste man aber irgendwo noch finden, wo das halt sehr detailliert gewesen ist. Ich habe auch sogar mal ein Webinar auch dazu gemacht. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben dazu mal ein Webinar gemacht. Ja, ne? Und für die ganzen statistischen Geschichten, dann darf aber halt, glaube ich, auch nicht den Fehler machen und das irgendwie alles in einen Topf werfen. Ne? Weil wenn man es irgendwie richtig macht, also selbst hier beim Live-Trading morgens mache ich ja halt teilweise, gehe ich da halt mit Scalping ran und also mit ganz schnellem Scalping für irgendwie für ein paar Punkte. Und dann halt eben wie heute jetzt, wo ich sage, ja gut, ich versuche eine Position dann halt irgendwie reinzukriegen, die dann halt im Zweifelsfall auch ein paar Stunden irgendwie safe ist. Von daher. Und das hat noch nicht mal was mit der Legende zu tun. Man kann das irgendwie nicht, wirklich nicht pauschal beantworten. Aber wie gesagt, kann man gerne natürlich nochmal irgendwie machen und sich das mal nochmal genauer angucken. Also die Frage ist natürlich berechtigt, ne? Aber wie gesagt, bei unterschiedlichen Handelsansätzen mit unterschiedlichen Instrumenten muss man es auch unterschiedlich gewichten, finde ich. So, also wir sind wieder ein Punkt im Plus. Mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt um 19, um 9:45 Uhr. Dann geht es mal, dass der Co-Moderator sein Mikro dimmt. Ich bin leise, echt? Ich bin hier eigentlich. Ach stimmt, guck mal, ich habe hier gar nicht. Oh, das tut mir leid. Ich habe hier irgendwie einen Regler vergessen. Mein Mikro sollte jetzt deutlich lauter sein bei YouTube. Ja, ich habe da irgendwie letztens ein Reset gemacht. Und irgendwie stellt sich hier die Lautstärke immer komischerweise irgendwie auf minus 6 dB oder so. Sollte dann jetzt aber wieder passen. Sorry. Also solche Einwände gerne jederzeit, ne? Weil es ist halt echt so, ne? So ein Ding hier machen, das ist irgendwie
Ah, Gehörsturz. Nein, kann nicht sein. Ich habe einen Kompressor drin. Weil das ist halt echt schon, ne, so technisch irgendwie alles gleichzeitig koordinieren. Das ist nicht so einfach. Hier zwei Streams, irgendwie drei Monitore, dann noch traden, dann Sound, Bildmix, schon. Ja. Da kommt dann wieder die Frage, wo kann ich das Orderbuch über dir sichtbar machen? Du brauchst einen Future-Account bei FX Flat, ne? Und dann im CFD handeln. Und dann kannst du halt das Volumen mappen. So, da wir ja nichts zu tun haben, zeige ich es ja auch noch mal kurz, weil das ist ja irgendwie, wird ja dauernd gefragt. Nämlich hier bei Symbol gibt man dann halt eben hier die Volumenquelle an, ne? Und das wäre dann jetzt eben hier der F-DAX. Und der Stereo Trader mappt den dann halt drüber und holt sich dann eben auch hier das Orderbuch. Und das kann man den genauso wie das Volumen und das kann man dann halt drüber blenden. Ne? Das ist Volume Mapping. Okay. Was? Ich liebe Whitely Notifications, da kann man auch würfeln. Was ist das? Erklär mal. So, ich habe jetzt verdient, aber trotzdem langsam gleich hier die Lust. Ne? Also, müssen wir hier nochmal meckern, damit der DAX sich bewegt. Also, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass der da aus der Stunde rauskommt, ohne wenigstens mal die Eröffnung da unten getestet zu haben. Und das wäre dann eher so der Punkt, wo ich sage, ja gut, in Anbetracht des Live-Tradings, ne, würde ich mir dann halt hier das jetzt genau angucken und dann vielleicht auch ein bisschen früher rausgehen. Auch wenn das halt insgesamt das Bild stimmt, aber halt. Ne, da drunter und da muss er halt dann auch irgendwie mit Speedo oder halt irgendwie weg. Ne? Also, was war mein Punkt da unten? Ich glaube, die 877 waren es. Ne? Und und dann kann er natürlich dann halt irgendwie dann halt in der nächsten Stunde dann halt irgendwie gucken, ob es da unten weitergeht oder halt eben nicht. Ne? Und dann halt eben nicht. So. So, was sagt der Dow denn unterdessen? Ja, der macht es ja leider wirklich sauber. Ne? Guckt sich das an. Ne? Ist halt irgendwie da, wie gesagt, bis dahin. Da ist jetzt gerade ein Punkt davor gelaufen. Und der hängt jetzt zumindest mal unten an der Eröffnung rum. Und wird das wohl auch gleich machen. Aber so wie es aussieht, dauert das halt irgendwie noch ein paar Minütchen. Ne? Bitcoin, klar, habe ich den Bitcoin noch laufen. Logisch. Das war ja auch so ein Ding halt irgendwie, wo ich sagte, den kaufe ich mir. Also den habe ich ja halt auch. Also Gold ist ja jetzt so eine gehebelte Position, der Bitcoin nicht. Also den habe ich halt einfach da so rumliegen jetzt. Und von daher, der verursacht auch keine Kosten. Das heißt, der liegt da und kann werden, was er werden will. Bei Gold muss ich natürlich irgendwann mal einen Exit finden. Und weil das ja dann irgendwann auch zu teuer wird von den Swaps her. Guck mal, der Dauer hat es gerade schon gemacht, ne? Hier irgendwie einmal umgedreht. Ja, wie habe ich am Anfang gesagt, ich bin kein Freund mehr davon, irgendwie den Dauer morgens um 9 zu handeln. Wie man sieht, Freundschaften sollte man immer irgendwie sich genau angucken. Manchmal sind sie doch mehr wert, als man irgendwie denkt. Ach ja, man verzeihe mir, wenn ich hier jetzt irgendwie anfange. Sprüche rauszuhauen, aber mir gehen langsam die Vokabeln aus. Ich habe Das eine ganz bleibt bei tiefe euch eine Hassliebe. Stimme. Bei wem? Beim DAX oder bei mir? Ja, das Ja. ist so. Das ist so. Ja, das ist halt, manchmal läuft er halt einfach auch wirklich echt sauber und mit mehr Wohler als der, also eigentlich läuft er fast immer mit mehr Wohler als der Dow morgens um 9. Außer heute, ne? Heute ist ja, da haben die Frankfurter guckt, ach, der Hilger, der ist heute wieder live. Ja, komm, dann schieben wir doch mal halt hier den Bremsklotz mal rein und schneiden einfach mal, ich zieh mal ein paar Kabel, die da zum Server gehen, damit da einfach nicht so viel durchkommt. Ganz schön viele Leute, die heute irgendwie nicht wollen, dass du vernünftig handelst. Ey, deine Nachbarn, die Leute in Ja, ne? Frankfurt. Ja. Ja. Meine Tabletten gegen die Paranoia sind, ich muss mal wieder Nachschub holen. Das muss man nachher zur Apotheke.
Dann kommst du auch aus dem Haus. Ja, da komme ich auch mal raus. Oh Mann, ey, guck mal, das ist doch, das kann doch jetzt nicht sein. Ey, jetzt klebt das Ding fest. Das ist wieder echt, eines unserer Vorzeige-Webinare, Livestreams. Wir kleben in einer Range, bewegen uns nicht von der Stelle. Das ist echt. Ja, man hätte sich dann doch überlegen sollen, ob man nicht irgendwie mit 5 Punkten dann da halt rausgeht. Ich weiß nicht, ob das hier noch aufgeht in dieser Stunde. Generell bin ich immer noch guter Dinge, aber ich traue dem zu, dass er bis 12 Uhr braucht, um da unten halt irgendwie die Eröffnung anzutesten. Wo liegt mein Stop? Mein Exit, der liegt da oben über dem Tageshoch, über dem Vortageshoch, ne? So. Das ist aber halt auch immer, ne? Muss ich halt immer, ich weiß, du warst auch schon ein paar Mal hier dabei, aber man muss immer unterscheiden. Macht man irgendwie nur Scalping, irgendwie für ein paar Punkte, hat man einen klaren Stop, ja? Baut man sich aber halt eine Position zusammen, für halt irgendwie den Tag oder halt für irgendwie ein paar Stunden. Es rede ich halt nicht vom Stop, sondern rede ich halt von einem Exit. Ne? Das heißt, ich skaliere mich ja hier ein, irgendwie mit ein paar Positionen und brauche dann natürlich irgendwo meine gedankliche, also nicht nur gedankliche Reißleine. Das heißt, dann ist der Stop, wie jetzt halt hier liegt, immer erstmal so, wenn jetzt irgendwie eine größere Bewegung aus dem Nichts irgendwie kommt, ja, muss ich ja logischerweise mein Risiko begrenzen. Das würde dann da oben liegen. Wenn der Markt sich aber jetzt halt hier nur so hin und her gammelt, ja, und halt irgendwie doch nichts reißt, dann kann es auch mal sein, dass der Stop dann halt eben auch mal wandert und Positionen rein und rausgehen. Ne? Von daher muss man sich das halt, muss man da immer so ein bisschen differenzieren. Mit dem Bruch der 49 gehe ich long, ich gehe hier nicht long. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Long eher, also ja. Also mir gefällt dafür der Daily hier unten überhaupt nicht. Ne? Also mit diesem Vortag, das ist einfach also wie gesagt, kleinere Timeframes. Tatsächlich habe ich jetzt den Daily auf so ein Ding noch nicht getestet, aber bei kleineren Timeframes weiß ich, ey, so eine Kerze, also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal ein neues Tief kriegen, extrem hoch. Extrem, ja. Und der Gedanke kommt natürlich dann hier mit in den Daily logischerweise auch mit rein, weil ich mir das Ding da angucke, der Long, ey, nein, ja. Vor allen Dingen bei der Wohler nicht, ne? Das ist, und er läuft ja auch nur auf der Seite. Klar, generell gilt, eine Range löst immer dahin auf, in die Laufrichtung auf, ja. Das ist schon richtig, ne? Aber nicht, wenn sie halt irgendwie ewig da halt steht und dann halt irgendwie dann auch mehrere Ansätze schon hat, in die Richtung aufzulösen und dann doch nicht weiterkommen. Das heißt also hier Fehlausbrüche, das ist damit gemeint. Das heißt, wir haben jetzt hier noch keine wirklichen Fehlausbrüche, aber was ich mir, wenn ich das zum Beispiel mal angucke, hier im H1, ne, da oben war mal der Versuch, da halt rauszukommen. Da oben war der erste. Ne? Und hier war noch mal so einer und jetzt haben wir hier möglicherweise wieder schon so einen. Das ist so, ne, das ist auch als Range nicht mehr klar irgendwie eingrenzbar. Ne? Von daher da oben 950 Long. Also zumindest nicht irgendwie per Stop. Ja? Also deswegen, das gefällt mir nicht hier oben irgendwie, das ist überhaupt irgendwie da halt zu greifen oder ich wüsste nicht, wo ich den hier greifen soll. Long würde ich tatsächlich. Also frühestens hier bei der 877 kann man es versuchen, für meine Begriffe noch mal ein paar Punkte raufzukommen. Aber halt dann aber eigentlich viel lieber hier noch mal deutlich tiefer bei der 822 oder eben der 800, wenn wir hier in das nächste Cluster reinlaufen. Ne? Aber hier oben nicht. Also ich nicht. Kann jeder mal machen, wie er will. Das ist halt auch klar. Aber für mich wäre das auf jeden Fall nichts. Ach ja. Ja, kostet. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht anfange zu jammern und zu stöhnen, was ich ja eh schon mache, aber dass ich es nicht übertreibe. Aber hier, der Daumen, der geht auch nur noch 3 Punkte rauf und runter. Aber mal sehen, vielleicht kriegen wir jetzt irgendwie dann zumindest irgendwie zu 10 Uhr hin dann halt, also wir haben jetzt ja zu 10 Uhr hin
doch zumindest mal eine Bewegung, die ein bisschen was aussagt. Aber ich könnte ja mal Folgendes machen. Ich muss ja nicht die ganze Zeit hier mit dem DAX rumdatteln, sondern ich habe jetzt im DAU auch noch nichts gesagt, wie denn da halt eben auch meine Tageseinschätzung ist. Also was hier natürlich auffällt, ist, ne, jetzt auf den ersten Blick hier beim Umschalten, der klebt an meiner roten Range bei der 178. Die 178 habe ich zum Freitag schon thematisiert, glaube ich, oder zum Donnerstag. Und da habe ich schon ein bisschen mehr dazu gesagt. Und das wäre auch für mich so der Punkt, wo der Markt halt eben dann auch mal irgendwie drehen darf und dann mal irgendwie zu einer Korrektur ansetzen darf. Und Maximum war noch die 331 ein Thema, aber ich glaube, die 35178, da kann man, wenn man sich das mal anguckt, in den letzten Tagen bei YouTube, also beziehungsweise entweder dann von Mittwochnacht oder Donnerstagnacht, zum Freitag hatte ich das gesagt und dass die für mich halt schon Relevanz hat. Das heißt, da sehe ich halt jetzt zumindest, der klebt da oben in meiner roten Range halt sauber fest. Hier ist ja auch noch der Pfeil, den ich da halt eingezeichnet hatte im letzten Livestream. Und das wäre auch so mein Ansatz, dem zu folgen. Der wird es natürlich auch nicht irgendwie Lust haben, unter den Vortag, also unter gestern, unter die 34.931, da halt irgendwie großartig drunter zu gehen. Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt hier mal irgendwie anguckt, ne, jetzt mal rein, um Daily zu bleiben, das ist halt hier schon echt ein mieses Cluster, ne? Das heißt, einige Tage kleben wir da halt schon drin fest und das darf auch noch einen weiteren Tag machen. Das würde aber dann auch bedeuten, dass wir von hier nochmal jetzt dann halt eben 200 Punkte runterlaufen und dann kann er sich da unten festkrallen und dann von mir aus morgen dann halt das Ding nach unten auflösen. Aber so generell, ja, ne, also auch hier würde passen, dass der halt da eine Reaktion kriegt und wir das Bild da unten dann auch irgendwann mal voll machen. Und aber auch halt sehr, sehr anstrengend. Die ganze Nummer. Und auch hier, Long hier oben, glaub's nicht wirklich, ne? Also muss man sich dann angucken, irgendwie im kleineren Timeframe, aber halt jetzt einfach per Stop Long da oben drüber. Ich bin von sowas irgendwie nie wirklich ein Freund, ne? Und den DAX schmeiße ich gleich zum Fenster raus, wenn ich den hier links zuckt sehe, in seiner 5 Punkte rauf und runter, ey. Alter Schwede, ey. So, und also das wäre halt so meine Idee für den DAU. Ne? Solange der halt hier irgendwie nicht das Vortageshoch rausnimmt und irgendwie nicht die 178 da großartig halt verletzt, weil man sieht ja, hoppla, es ist ja irgendwie gerade schon sehr akkurat. Ne? Und von daher gehe ich davon aus, dass wir zumindest mal halt hier bis an die Unterseite von der Range laufen, also von dieser roten Zone, das wäre die 35.020 etwa, also knapp über die 35.000 und sobald wir dann halt eben die 930 da erreichen, sollten dann halt eben auch hier die 34.800, also der ist vielleicht ein bisschen tief, aber die 34.800 sollten dann auch wieder ein Thema werden. Ne? Das ist hier, wie gesagt, das sieht man ja auch schon, wo ich den halt gezeichnet. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch, aber soweit ich weiß, kommt dieser Pfeil hier runter vom Freitag. Eben ausgehend von der 35.178. Aber auch hier gilt natürlich ganz klar, man muss sich das dann halt irgendwie im kleineren Timeframe dann eben angucken und wie es sich da darstellt. Aber auch hier, ne, das heißt, man sieht ja irgendwie, er versucht ja hier sich auch irgendwie gerade in so einer Range da halt oben bei der 215 beziehungsweise dort ein bisschen drüber ist halt der Peak, drückt sich hier nach unten, wie vorhin beschrieben, vor einer Stunde. Und nehme ich eben hier ein SMA20. Aber das ist jetzt erstmal nur die Betrachtung vom Morgen. Ne? Das heißt, eigentlich hätte der gar kein Problem, da unten durchzufallen. Und dann halt eben auch hier, da müssen wir halt mal irgendwie gucken, wo da halt was Greifbares ist. Weil so wirklich, also das hier ist natürlich, ne? Übrigens sehe ich gerade, ich das hier jetzt mal verlängere, also ich bin ja kein Freund von irgendwelchen Diagonalen, ne? Aber hier hat er sich so ein Kanal, so eine Flagge, potenzielle Flagge gebildet letzte Woche. Und auch wenn ich die Linie jetzt hier nicht exakt verlängert habe, aber so in etwa, ne, sieht man halt schon, dass er sich da halt irgendwie dran irgendwie rumhangelt. Also ich finde das halt immer so ein bisschen mit den Diagonalen ein bisschen anstrengend. Also ich habe gesagt, das sollte man im Auge behalten und das bricht in Verbindung dann halt eben mit der Umkehr vom Framing, könnte das funktionieren. Das hat dann auch hier irgendwie mal ein paar Punkte irgendwie geklappt, läuft dann wieder ran und komischerweise passt das jetzt dazu, wobei hier hatte ich auch die 35089 ohne diese Diagonale, habe ich die schon ausgerufen, habe gesagt, dort gibt es eins auf dem Deckel, das hat dann auch gepasst. Jetzt läuft er wieder drauf und lustigerweise
Ich halte sowas aber leider für Zufall. Folgt er dem Ding hier jetzt? Und aber das ist gut, wenn es am Ende irgendwie zusammenpasst mit meinen eigentlichen Levels, soll es mir egal sein, aber ich kann daraus nicht wirklich was ableiten. Ne? Aber halt, wenn man das so sehen möchte, ne, er hangelt sich hier unter der vormals potenziellen Schlange da halt irgendwie rum und hat aber für mich keine Aussagekraft. Für mich hat nur Aussagekraft hier zum Beispiel so ein gekauftes Hoch. Das heißt, allein deswegen müsste der Dow jetzt hier auch schon mal irgendwie auf die 35.098 zumindest doch mal irgendwie runter. Und da behaupte ich mal, also das kriegt er auch heute noch hin. Und ab dort wird man halt sehen müssen, ob er nochmal zurück in das Cluster läuft oder halt eben nicht. Aber generell die 930, ja, wenn man die jetzt hier auch mal irgendwie einzeichnen möchte im DAO, dann stehen wir halt hier unten irgendwo. Ne? Ich würde das aber gar nicht mal halt irgendwie grün machen, sondern halt eher sagen, okay, hier haben wir wahrscheinlich dann irgendwie nochmal Volumen zu erwarten, weil dort halt eben so auch der Cluster Punkt gewesen ist. Ne? Also Clustervolumen. So, davon würde ich halt mal irgendwie ausgehen. Ja. So sehe ich das in dem DAO jetzt eben für heute. Mehr kann man also irgendwie ganz große Reise momentan bei dem permanenten Raufgezerre, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Ne? Da halt irgendwie was anderes zu sagen. Oh, jetzt war ich hier nur im falschen Setup, sehe ich gerade. Moment, gehen wir eins hier rüber. So. Oh Gott. Okay. Frage ich hier gerade noch, wie kann ich jetzt Theotrader resetten, ohne MT5 zu schließen? Resetten, also einfach hier auf Reset. Menü, Reset. Dann macht er einmal alles neu. Gut, so, also 3 Minuten vor 10 Uhr. Wir kleben immer noch an der gleichen Stelle fest. Nicht handelbar. Also das Einzige, was man hier jetzt, glaube ich, machen kann, ist irgendwie zu sagen, na gut, bleibt drin und muss man sich dann irgendwie um 12 Uhr angucken. Aber das halt hier in der Stunde absolute Katastrophe leider. Ne? Ich meine, ich finde es halt immer noch richtig, also den Trade an sich, den Ansatz an sich finde ich immer noch richtig, spricht überhaupt nichts dagegen. Und aber die Vola killt uns hier leider. Ne? Also es wären halt hier jetzt irgendwie gerade mal 20 Punkte irgendwie notwendig gewesen und davon haben wir halt irgendwie 7 bekommen. Also ist so. Es ist so. Ich kann es nicht ändern. Ja. Laut Sportstereo ist das Long ab 931. Ja. Ja, aber auch, nee, aber nicht, wenn man die auf 10 Uhr einstellt, ne? Das ist die Sportstrategie vom Oliver Schwab für den Stereo-Trader. Ah, das wird sich ja jetzt dann zeigen. Also da wäre er long ab 940, nicht 930. Würde ich mal behaupten. Aber ja. Ja, das ist halt ja auch nur, klar, eine Strategie und der täte es auch nicht weh, wenn wir da halt mal ein paar Punkte rückwärts laufen. Also, wir machen das jetzt hier irgendwie, müssen es leider beenden. Ihr seht, es bewegt sich leider nichts. Ärgern hilft da nicht. Der Markt ist halt quasi nicht handelbar gerade. Ne? Und ich finde es aber ja auch immer wichtig, irgendwie sich zu überprüfen, zu überlegen, okay, habe ich das richtig oder falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe auch kein Problem damit zu sagen, das war Kacke. Aber war es das? Ich sehe es halt nicht. Ne? Ich meine, obwohl er kommt oder nicht, das kann man ja nie wirklich einschätzen. Beziehungsweise nie wirklich voraussehen. Ne? Und von daher, ich habe jetzt hier auch keine Weltreise erwartet, dass das Bild passt. Und von daher kann ich da jetzt irgendwie erstmal keinen Fehler entdecken. Also korrigiert mich nicht, wenn ich das falsch sehe. Also ich bin echt der Letzte, der irgendwie sagt, so irgendwie, oder der Letzte, der irgendwie nicht zugestehen kann, was falsch gemacht ist. Aber ich sehe es halt einfach nicht. Ne? Ich sehe es echt nicht. Oh, Dankeschön an Star Chaser für den
Button mit der Spende. Freue ich mich natürlich immer wieder. Ne? Also bei YouTube, wenn man da ein Kickback irgendwie geben will, darf man das übrigens. Ne? Starchaser hat es gerade wieder vorgemacht. Da gibt es einen Button, da darf man auch mal ein paar Euros mir rüber schicken. Und wenn man mit dem, was ich halt hier generell immer mache, irgendwie einen finanziellen Vorteil hat, dann darf mir auch mal, darf man mir einen ausgeben, freue ich mich natürlich. Und das hat Starchaser gerade gemacht. Dankeschön. Jetzt musst du aber den Euro-Schweizer Franken traden, um Währungsrisiko zu hedgen. Ja, genau. In Schweizer Franken ist das passiert. Genau, kam aus der Schweiz. Danke, danke, danke. So, gibt es bei Möglichkeit des Deotrader statt der Punkte Geldbeträge? Ja. Statt der Punkte Geldbeträge im SLTP? Nee, tatsächlich nicht in der Form. Also ich meine, Risiko und so weiter kann man sich ja alles irgendwie anzeigen lassen. Ne? Also ich meine, das ist ja generell hier drin. Ne? Wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, sehe ich es ja schon da oben, Risiko 360. Und beim Take-Profit natürlich ganz genauso. Aber jetzt direkt als SLTP und nicht, jetzt geht es hier ab. Von Michael auch 10 Euro, Dankeschön. Danke, danke. Finde ich echt total klasse. Also soll sich natürlich keiner verpflichtet fühlen, aber ich finde es natürlich schön, ne? Weil auch wenn das jetzt hier mit FX Flat zusammen ist, aber ich mache das ja schon viele Jahre umsonst und helfe ja auch immer wieder gerne, dass man mit dem Markt eben Geld verdient und freue mich dann natürlich auch. Und das ist halt eine Form der Anerkennung, die halt sehr direkt ist, wenn jetzt jemand nicht zum Beispiel hat irgendwie Live-Chart-Add-on machen will oder was auch immer, kann man es natürlich auch über diese Form bei YouTube machen. Finde ich echt nice. So, das ist einfach so sehr direkt, sehr persönlich und sehr schön. Trotzdem auch hier der Hinweis, FX Flat ist natürlich auch der Broker, mit dem man halt das Volumen hier zum Beispiel dann auch abbilden kann im CFD, also vom Future, das Mapping und so weiter, eben auch sehr sauber machen kann, hat den Stereotrader auch schon seit einigen Jahren. Also wer irgendwie ein vernünftiges Konto braucht, weil er irgendwie noch nicht weiß, wohin, oder aus anderen Gründen irgendwie wechseln möchte, bei FX Flat darf man das sehr gerne machen. Den Link zum Konto gibt es bei YouTube unten in der Videobeschreibung. Da gerne draufklicken und dann kommt ihr direkt auf die Seite von FX Flat. Und ganz, ganz sicher einer der anständigsten Broker in diesem Lande und nicht nur in diesem Lande. Kann ich halt bedingungslos absolut empfehlen, auch mit einem großartigen Support für den Stereo Trader. Und man bekommt den Stereo Trader, wollte ich gerade ergänzen, so Ja. wie du es gerade gesagt hast. Sehr, sehr gut. Okay. Gut, aber wir machen jetzt hier Schluss. Ne? Also bringt ja jetzt nichts, irgendwie da irgendwie stundenlang zu warten. Der Markt bewegt sich 2 Punkte rauf und runter. Das ist hier noch alles fein. Die Kriterien sind, glaube ich, halt irgendwie klar. Man sieht ja auch hier im Framing, der ist immer noch in Rot unterwegs. Ne? Das heißt, der könnte jetzt hier tatsächlich auch bis zu 946 kommen. Damit wären wir dann ganz knapp, da wären wir dann hier, ne, wo die andere Order liegt, die kann er auch noch abholen. Übers Tageshoch will ich eigentlich nicht unbedingt drüber, auch wenn er da irgendwie noch einen Fehlausbruch hinlegen könnte. Aber irgendwann wird es dann halt eben auch nervig. Ne? Und dass der jetzt hier irgendwie nicht mal auf Anfang gekommen ist, finde ich halt auch ein bisschen anstrengend. Aber okay, meckern hilft ja alles nichts. Und man muss ja mit dem leben, was man hat. Und ich lasse den jetzt auch hier drin und wird halt einfach sehen, was das halt wird. Im schlimmsten Fall kostet halt eben dann halt ein paar hundert Euro beziehungsweise ein paar Punkte. Und dann muss es halt eben der nächste wieder rausreißen. Aber noch sehe ich es nicht, ne? Noch ist alles fein, außer zeitlich. Beziehungsweise volatilitätsmäßig dann doch etwas schwierig heute. Gut, also ich glaube, es ist auch irgendwie alles gesagt und erklärt. Auch zum DAO habe ich ja auch gerade ein bisschen was noch ergänzt. Und mir bleibt an der Stelle nicht mehr zu sagen, außer ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen und ihr konntet trotzdem ein bisschen was anfangen und nichtsdestotrotz vielleicht was damit aus dem Markt rausschneiden. Ja, natürlich sage ich auch Danke an den Nelson, der hier dabei war, gehetzt in letzter Minute erschienen ist, aber dabei ist. Und ne, Nelson, wir machen das mit dem Live-Trading. Du sagst mir, wann du Zeit hast. Und dann gucken wir, dass wir das halt auf jeden Fall irgendwie
vor Weihnachten, so lange ist es tatsächlich leider nicht mehr hin, aber dann hier noch hinkriege. Ich würde schon mal sagen, wir gucken mal, dass wir das nächste Woche anpeilen. Ich weiß ja nicht, wie es da bei dir aussieht, aber von meiner Seite sehr gerne. Ja, anpeilen können wir das auf jeden Fall. Versprochen ist versprochen. Und wie der Thomas hier auch schreibt, nicht traurig sein, dass das Webinar jetzt gleich vorbei ist, denn traditionell kommt hier ein Diwola rein, Genau, wenn wir hier jetzt. fertig sind. Ja, wir kriegen auf den Platz und dann geht's Und los. ich bedanke mich natürlich aber auch für die Teilnahme und für das Interesse. Vielen Dank, Dirk, für das Webinar. Hat wie immer trotzdem, auch wenn Diwola nicht da ist, Spaß gemacht mit dir und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und bis dahin erfolgreiche Trades diese Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.